An wen als nächstes? Ich denke, wir müssen auch den Brief für Bruder Stügomar schreiben. Der Ach, Mann wird das natürlich, vielleicht unterzeichnen, er wird aber uns der nur Mann sagen, ist. wo wir ihn hinsenden Gut, gut, müssen. gut. Dafür brauchen wir kein Siegel. Nun, wie schreiben wir? Wie spricht man einen Fürsten an? Ihr meint, den Raben ist Einen doch kein Kirchenfürsten, Fürst. ja. Lasst mich überlegen, ein. Eure Heiligkeit? Heiligkeit geht immer, da habt Nein. ihr recht. Ich kenne nur eure Heiligkeit. Ich denke nicht, dass sie sich dadurch beleidigt fühlt. Ich weiß nicht. Ein Metropoliten, nennt man das Ist nicht sein, so? nein, nein, ist sein Titel nicht einfach der Rabe? Wir schreiben an den Raben von Punin. Benötigen geistigen Beistand in Gareth. Ich weiß ja nicht, wie Bitte. groß eure Pergamente sind, aber ich denke, ein wenig mehr können wir schon ausführen. Wollt ihr schreiben? Nein, Nein. bitte lasst ihn nicht schreiben. Nein, eure Also Handschrift nichts gegen eure ist. Handschrift, Jalan, aber Arwen, mir ist es schöner. Kann ich dafür, dass die schwarze Hand manchmal ein bisschen zittert bei mir beim Schreiben? Also weiter am Text. Wo war ich stehen geblieben? Erbitte geistlichen Beistand. Bitte schickt Geweihte. Und wo ihr es vermögt, Material und Nahrung nach Gareth. Ja, der Rabe von Punin wird kein Material haben. Aber Wir wir brauchen jetzt Artefakte. erstmal die Geweihten. Gut, Sendet wenn die dann noch Geweihte und irgendwelche Buch. Nahrung mitbringen können, ist das schön und gut, aber wir brauchen jetzt erstmal Geweihte, um die ganzen Toten begraben zu können. Und ich schreibt, sendet Geweihte und Borons Segen. Vielleicht könnten wir noch irgendwie schreiben, tausende Tote warten auf Borons Segen. Das sollte ihn motivieren, ja, Das denke ist ich eine gute schon. Idee. Sendet Geweihte und die Werke des. Unzählige Tote warten auf Borons Siegen. Das ist gut. Das ist gut. Noch etwas? Fällt euch noch etwas ein? Wenn sie noch Neoniten dort haben, könnten wir die sicher auch gebrauchen. Sehr gut, sehr Ich gut. glaube nicht, dass es in Punin eine Neoniten-Niederlassung gibt. Wir fragen. Der Ordensführer, die Ordensführerin nicht. Könnte vielleicht in Punin fallen in der Zeit. Ich Wir habe stehen. eine Idee. Ja? Ich habe schon einmal von einer Söldeneinheit gehört, die nur für die Kaiserin arbeiten soll oder für dieses Mittelreich. Die Goldene Lanze. Ist die noch existent oder ist die schon verstorben? Die Goldene Lanze ist doch ein Reiterregiment. Ja, das ist ein Regiment. Das ist keine Ah. Söldnereinheit. Ist das, sitzt da nicht gerade Ugo von Mühlingen vor? Natürlich. Oder wenn er noch Ah, lebt. so, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte, das wären Söldner. Lasst ihn das nicht hören. Er wird euch grün und blau schlagen. Ja, glaube ich nicht, dass er das könnte. Also, er würde das probieren. Da Das. habt ihr Mühling aber noch nicht gesehen. Das ist ein Ochse. Wirklich? Jetzt bin ich ja fast motiviert. Aber ja, nein, ich dachte, vielleicht könnten wir aber mit dem Kaisersiegel noch irgendwelche Söldneinheiten herbeirufen, die mittelreichstreu sind. Aber wenn das wirklich eine Einheit war. Das Mittelreich hat noch nie so wirklich auf Söldner gesetzt. Es hat eben seine stehenden Regimenter, oder hatte sie. Nun, wir könnten die Landnode ausrufen und die Mauern bewaffnen. Aber das macht uns wirklich, wirklich unbeliebt. Ihr schweift ab. Wo war Ja, mein Brief? entschuldigt, ich dachte nur, dass wir so vielleicht noch ein paar Bewaffnete in die Schlacht schicken könnten, aber. Ja, aber nicht an den, mit einem Brief an den Raben von Punin. Kommt auch noch dazu. Ja, ihr Gut. habt recht. Entschuldigt. Vielleicht gibt es noch ein paar almadanische, horasische Söldnereinheiten. Jetzt, Ich wo ich darüber würde. nachdenke. Ich denke, ich müsste den. Fällt mir gerade der Name nicht ein. Den horasischen Reichsverwalter. Ich bin gerade nicht ein, wie er heißt. Aber ich denke, da habt ihr ja, bei mir wohl bessere Kontakte als wir. Wahrscheinlich. Fällt bloß kein Name nicht ein. Ich schreibe an die horasische Krone. Einfach. Warum nicht gleich an. Ja. Ja. Nein, ja. Die Zeiten. Gab es bei euch nicht auch einige Verwerfungen im letzten Jahr? Nun ja, die gibt es doch überall. Aber das Reich, das mit das neue Reich ist wohl schwerer getroffen als das alte Reich. Nichtsdestotrotz,
Wo ist die? Ich finde es immer ein wenig befremdlich, dass ihr euch das Alte Reich nennt, wenn Bosmaran doch fiel. Nichtsdestotrotz ist es älter. Ey, es ist doch nicht dasselbe Reich. Nicht wie das ist von Raul dem Großen, das ja seit Bosmarans Fall steht. Das Reich des Hoher steht wesentlich länger. Aber ihr wart doch lange Zeit Teil des Mittelreichs. Und wurde erst, und das Hoherreich wurde doch erst umgekehrt. Wurde daraus, dass ihr überhaupt so ein schändliches Erbe das von Mittelreich war Teil des Hoherreiches, so muss man es betrachten. Ich muss doch sehr bitten. Aber wir schweifen wieder ab. Also. Die Zeiten sind schwer. Garrett in Not. Moment, da könnte man noch schreiben, die Kaiserin. Nein, die Kaiserin gibt es nicht mehr. Das neue Reich bittet das alte Reich um Hilfe. Brüderlich, wie es nur 12 göttliche Lande vermögen. Schickt Truppen, Nahrung, Werkzeuge. Und alles, was das Hoherreich entbehren kann. Baumaterial wird wahrscheinlich schwierig. Ich denke, das wird hier sich vor Ort auftreiben lassen. Nein, ich denke, das müsste ausreichen. Vielleicht noch ein Kredit? Isarun lässt den Kopf auf die Tischplatte sinken. Ja, ich denke doch, ein Kredit könnte arrangieren über gewisse Bankhäuser. Doch, ich denke, das geht. Aber mir... Ja? Dir ist klar, ein Rabe muss diesen Brief tragen, ne? Schreibt ein Buch. Nein, es wird nur eine kleine Seite, vertraut mir. Also, eventuell ließe sich über gewisse Bankhäuser, ihr wisst, das Bankhaus Jastrosa zum Beispiel, eine Kreditlinie für die notleidende Bevölkerung in Garrett arrangieren. Eine Kreditlinie arrangieren wollen, versuchen wir es eher bei Starrebrand. Zumindest Melvin ist ja noch am Leben, auch wenn er nicht so in den Geschäften drin steckt. Unterbrecht mich schon wieder. Ich lehne mich so zu Isarun. Vielleicht sollten wir gleich Rafim den Brief nochmal schreiben lassen. Ja, gute Idee. Hochachtungsvoll, Abelmiria Morinus. Garrett. War euer Titel nicht Signorino? Zumindest habt ihr euch damals so vorgestellt. Nein, da müsst ihr euch täuschen. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir hatten einige Komplikationen, bis ich in der Dinge nicht ausspreche. In letzter Zeit einen Schlag auf den Kopf bekommen, nicht wahr? Aber was heißt denn Signorino? Ich weiß doch, was ich in diesem Gefängnis gehört habe. Signorino ist ein Adelstitel, sicherlich, aber der geringste. Ach, so einer, den man kaufen kann. Ich habe gehört, nein, das nein, macht nein, einer nein, von nein, denen seid ihr, Abelmann. Ich dachte, ihr wärt aus einer anständigen Familie. Jamorin ist eine anständige Familie. Also ihr habt den Titel von einem guten Verkäufer gekauft. Also wenn er einen gekauften Adelstitel hat, bin ich mir da nicht sicher. Ich falte den Brief zusammen und schiebe ihn in die Mitte. Wollen wir jetzt wirklich über meinen Adelstitel diskutieren, während Garen in Schwierigkeiten steckt? Verzeiht, das war nur meine hiesindegefällige Neugier. Sicherlich. Wir müssen ja wissen, wer das Reich regieren soll. Kann ja nicht irgendein dahergelaufener sein. Richtig, nicht, dass das so einer von der Straße ist, Abelmir. So weit kommt's noch. Ich schaue im besten Rafim noch irgendwelche blutgeilen Schläge. Genau, von der Straße. Abelmir, ich komme nicht von der Straße, ich beherrschte die Straße. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich dachte, du wärst von so einem Orden. Ja, aber bis man diesen Beitritt, wenn man... Um der Basaltfaust beizutreten, muss man bereits ein gestandener Mann sein. Das ist nicht wie mit dem Ritter sein, dass das einfach jedem gegeben wird, der sich nicht bei 3 umgedreht hat und weggelaufen ist. Hey. Ich will nicht sagen, aber der da ist auch ein Ritter und ich zeige mal auf Abelmir und der ist jetzt nicht das Beeindruckende des... Naja, sagen wir mal. Der da hat eine Dämonenmarche getötet. Manchmal überrascht ihr mich, Abelmir. Ich weiß nicht, wie ihr das hinkriegt, aber manchmal überrascht ihr mich mit euren Leistungen. Nun gut. Hatten wir noch einen Brief vergessen? Lass mich überlegen. Nur nach Alan Wiener wollte Dings schreiben.
Wir könnten uns noch an die thulamitischen Stadtstaaten wenden, aber das bringt nicht. Die thulamitischen Stadtstaaten, die kurz davor sind, von Hafax überrannt zu werden, ja? Nach Homedis einen Aufruf der Verteidigung. Ja, aber sie zu warnen, dass sie überrannt werden, würde ja bestimmt nicht schaden. Einfach eine Zusicherung, dass wir kommen werden, um sie zu retten. Schreibt einfach Hafax an den Portas, dann wissen sie, was los ist. An wen soll ich das schreiben? Omeles, die Gräfin, Emelgunde von hier, Rabenmund. Weiß sie das nicht? Und wenn sie es nicht weiß, wird sie es dann wissen. Wenn sie es weiß, ist es sowieso egal. Dann ist es immer noch nett, dass wir ihr das schreiben. Nun gut. Nehmen wir ein weiteres Blatt Papier. Hafax an the Porters. Gut so? Kurz und bündig. Wir sollten auch noch schreiben, dass wir sie unterstützen werden. Und dass ein Angriff von Norden eventuell zu erwarten ist. Wer ist wir? Die Unterzeichnerin? Da wir die Unterzeichnenden mit dem kaiserlichen Siegel hier agieren, ist die Implikation wohl, dass das Mittelreich sie unterstützen wird. Also, was schreiben wir? Hilfe naht, haltet aus. Aber es naht doch noch gar keine Hilfe. Bitte? Es naht doch noch gar keine Hilfe. Was wollt ihr dann schreiben? Haltet aus. Haltet aus, Verstärkung wird entsandt, soweit verfügbar. Das bedeutet doch genau das Gleiche. Es bedeutet, dass wir gewillt sind, dir zu helfen, das wir nicht garantieren können. Wie wollt ihr also die Hoffnung nehmen? Nun gut. Wir wollen ja einfach keine falsche Hoffnung geben. Schreibt vielleicht auch dorthin, dass Galotta tot ist. Jetzt schreiben wir doch einen vollständigen Brief, oder? Sieht so aus, aber das wird auch notwendig sein. Sie wird diesen Brief dem Schwert der Schwerter zeigen und dieses wird es dann analysieren, was militärisch notwendig ist. Ich dachte, das Schwert der Schwerter wäre gefallen. Ist das nicht einer von denen, der gestorben ist? Aber sie ist nach Romelis geschickt worden, oder? So hört ich auch. Achso, ich dachte, das wäre einer von diesen Namen. Ihr Mittelreich hat alle den gleichen Namen. Ist ja furchtbar. Ich dachte, das wäre einer von den Gefallenen. Dann ist ja gut, dann haben wir das noch. Also, Wachs und Siegel. Bitteschön. So, jetzt sollten wir überlegen, die Vollmachten für bestimmte Bereiche. Ich denke, wenn der Effer-Tempel die Wasserversorgung sicherstellen. Der Effer-Tempel stellt die Wasserversorgung bereits sicher. Dann brauchen wir zu einer Vollmacht. Wofür, Abelmir? Ja, um Leute und Material und Werkzeug zu rekrutieren. Abelmir, der Tempel. Wir sind nicht im Horasreich. Wer auf Geheiß des Rates der Helden agiert, der wird schon ernst genommen. Außerdem, wenn der Tempel in seinem Interesse, in seinem Arbeitsgebiet arbeitet, da braucht er doch keine Genehmigung, sonst bräuchte er ja ständig für alles eine Genehmigung. Der Gewalt ist nicht irgendein hergelaufener Straßenbettler, den man nicht ernst nehmen würde. Wenn er was sagt, dann glaubt man das erstmal. Wie wollt ihr die Proviantspeicher leeren? Auch auf Zuruf? Wir schicken Waisenmachers Leute hin und die verteilen das oder bringen sie erstmal herbei. Das ist eine hervorragende Idee. Ein hervorragender Eindruck, einen Söldnerhaufen zu einem Proviantsprecher zu schicken und ihn zu plündern lassen. Eine hervorragende Idee, Jalan. Ja, wie wollt ihr das denn machen? Nun, wir machen daraus eine offizielle Anordnung, dass diese Leute... offizielle Anordnung. In dem Moment, in dem ich zu Waisenmacher sage, mach die Speicher auf. Aber nur der Waisenmacher, nicht und der... Und der wird es den Zweiflern schon mit stählerner Hand klar machen. Aber mir, selbst wenn ihr jetzt diesen Brief aufsetzt, glaubt ihr, das juckt den Waisenmacher irgendwie? Der wird genauso dahin gehen, als es ist ja nicht für Waisenmacher, sondern für den Speicherverwalter. Der Speicherverwalter, Den Speicherverwalter, der Carfings gestohlen ist, Korn verwaltet, ja? Gut. Aber mir, jetzt trinkt mal einen kurzen, damit ihr wieder klar denkt. Schickt die Söldner zu dem Speicher und lasst sie plündern. Plündern ist kein gutes Wort. Was? Requirieren. Das ist wie mit diesem Garo-Grafentitel, Abelmir. Wir nehmen Sachen, die uns nicht gehören, tun aber so, als wäre das voll okay. Ich werde euch zu gegebener Zeit daran erinnern, was ich vorschlug und was ihr vorschlug und was daraus wurde. Sagt, mir fällt gerade ein.
Können wir nicht jeden der Briefe unterschreiben mit Rat der Helden? Ja, aber Rat der Helden sagt ja niemandem was. Nun, mehr als unsere Namen bei einigen Leuten. Ja, aber plus dem deswegen Reichssiegel. Hauen wir das Kaisersiegel da drauf. Eben, wir machen alles IA und dann außerdem Namen. Spätestens seit unserer kleinen Feier kennen wir sowieso die halbe Stadt. Ja, die Stadt, aber... Also jetzt außerhalb, alle Briefe, die nach außerhalb gehen, können wir nicht mit Rat der Helden unterschreiben. Da fangen die doch an zu lachen. Die siegeln wir einfach und unterschreiben gar nicht. Finde ich gut. Alle Adelshöfe kennen sich mit Heraldik aus. Wenn wir da unsere persönlichen Siegel oder auch nur Signaturen hinschreiben, können die uns nachschauen. Also euch nicht, aber. Ich weiß nicht, so oft wie sich ja einige Waffen in letzter Zeit geändert haben. Ach, selbst hier kennt man die Schnattermoors. Die Welt Tobia. Richtig. Außer von Tobian kennt kein Mensch Schnattermoor. Ach, seid mal nicht albern. Dort habe ich allen einen Rundschlag verpassen. Ich gebe aber mir ungern recht, aber ihr habt recht. Ich hätte noch nie von euch gehört. Na gut, ich hatte auch noch nie von Danos von Lúrin gehört, also was heißt das schon? Ich hatte auch noch nie von eurem komischen Fäustlingorden gehört. Ja, weil ihr noch nie richtig kämpfen wart, mein Freund. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Afim, Archentöter, nicht Archentöter. Ja. Archentöter, nicht Archentöter. Ihr könnt ein Schiff besiegen, ich bin so beeindruckt. Gut, hätten wir das alles jetzt? Zwei Schiffe. Während ihr noch einmal darüber diskutiert, inwiefern jetzt wer welche Titel verdient hat und welche Siegel rechtmäßig sind oder nicht, könnt ihr noch den letzten kalten Schluck Kaffee trinken und dann brecht ihr mit den Briefen wieder auf in Richtung alter Residenz.